Hey Leute, ich bin es, euer MC Muffix und ich begrüße euch herzlich zu einem weiteren Part Let's Play Two Worlds. Im letzten Part waren wir in Katalon unterwegs, haben sehr viele Quests abgeschlossen. Zum Beispiel haben wir die Brüder, die Drax-Brüder da wieder vereint, müssen jetzt einmal noch zu denen hingehen und dann die Quest wahrscheinlich endgültig vollenden. Dann, was haben wir noch so Schönes gemacht? Wir haben einen Spinnenfluch-Beschwörungszauber in einem Haus losgelassen, was natürlich nicht so gut war, denn dann da, wir mussten 10.000 Gold zahlen, weil das als Strafe galt. Voll schlimm. Und ja, jetzt haben wir hier gerade noch eine Quest gefunden, die wir jetzt noch machen werden. Und ja, dazu reden wir hier mit Saria Rettor. Willkommen, Fremder. Einen guten Tag. Ach, heute ist ganz bestimmt kein guter Tag. Warum so schlechter Laune? Außerdem ist doch das Essen knapp, alle müssten sich um dein Angebot reißen. Aber viel scheint dir ja nicht gerade Lust zu sein. Du hast erfasst. Siehst du hier viele Leute? Nein. Und das alles wegen dieser Heimsuchung. Was hat die Heimsuchung mit deinem Marktstand zu tun? Die Leute haben Angst zu kaufen. Meine Ware ist natürlich völlig in Ordnung. Aber neulich haben sie Sprossen der Heimsuchung gefunden in Gemüse. Also kauft niemand bei mir. Wahrscheinlich fürchten sie, beim Zwiebelschneiden von Untoten angefallen zu werden. Was es nicht alles gibt. Aber du bist dir ganz sicher, dass dein Gemüse in Ordnung ist? Ich esse es schließlich selbst. Also wenn du mich fragst, spinnen die Leute hier in Katalon. Wir haben schlechte Zeit. Sie werfen das Essen raus dem Fenster. Tja, die Angst treibt schon merkwürdige Blüten. Kann ich dir vielleicht helfen? Wie solltest du mir schon helfen? Willst du mir vielleicht einen Kürbis abkaufen? Das ist nett von dir. Du könntest mir übrigens einen Gefallen tun. Dann lass mal hören. Ich habe hier ein Essenspaket für Clavius. Er ist ein sonderbarer alter Mann, ein selbsternannter Erfinder. Was erfindet er denn so? Ach, lauter merkwürdige Apparate, die niemand brauchen kann. Das interessiert mich. Gib mir das Essenspaket, ich bringe es ihm. Vielen Dank. Aber nein, trotzdem drehen die Leute durch deswegen. Eher verhungern sie, als dass sie sich in ihre Speisekammer trauen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja, es sind schon verrückte Zeiten. Ja, du auch. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir die Quest. Mal hier mit der Lebensmittelkontrolle. Keine Ahnung, was ich das mal machen kann, aber naja, schauen wir mal. So, Lebensmittelkontrolle. Wir haben hier, hier müssen wir die Quest abgeben. Hier, oder? Willkommen hier. Oh, ist das nicht schon wieder dieses Haus da, wo ich nie reingekommen bin? Ich grüße dich. So. Bleib, wo du bist. Hä? Ich hab doch gar nichts getan. Warum sind die alle so unhöflich? Was willst du von mir? Ich bin nur vorbeigekommen, um dich zu warnen. Es könnte sein, dass Leute dir heimgesuchtes Essen andrehen wollen. Auf keinen Fall darfst du Lebensmittel kaufen. Worüber redest du eigentlich? Es besteht kein Grund zur Panik. Wir haben alles unter Kontrolle. Du musst dir vor allem dann keine Sorgen machen, wenn du in der letzten Woche kein Essen vom Markt gekauft hast. Was meinst du damit, keine Sorgen machen? Was soll das Gerede vom Markt? Hast du denn noch nicht davon gehört? Es sind Sprossen der Heimsuchung im Gemüse gefunden worden. Ein Laie kann sie nur schwer entdecken, aber wenn man sie einmal in seinen Vorräten hat, verbreiten sie sich rasch. Du musst doch schon von der Heimsuchung gehört haben. Natürlich habe ich das. Aber ich... Wie gesagt, es besteht kein Grund zur Sorge. Du musst nur vorsichtig sein. Ich muss jetzt weiter und die anderen warnen. Leb wohl. Warte! Tatsächlich habe ich Vorräte daheim, die betroffen sein könnten. Es war mir beinahe entfallen, aber jemand hat mir tatsächlich was verkauft, kurz bevor du gekommen bist. Ich hatte ja keine Ahnung. Bei allen Göttern kann ich diese Vorräte nicht dir geben. Bei Maliel vielleicht bin ich schon von der Heimsuchung befallen. Ich sollte dir lieber einen Experten vorbeischicken, der alles sicherstellt. Könnte allerdings eine Weile dauern. In deinem Fall kann ich freilich eine Ausnahme machen. Inoffiziell. Bitte, bitte, ich flehe dich an. Nimm die Vorräte mit. Ich will sie nicht mehr in meinem Haus haben. Ich kann nicht auf diesen Experten warten.
Na gut, aber verrate niemandem, dass ich für dich eine Ausnahme gemacht habe. Sonst wollen alle eine Sonderbehandlung. Nein, nein, natürlich nicht! Ich werde kein Sterbenswörtchen sagen. Aber bitte, bitte nimm das Zeug mit! Ich erinnere mich an die Quest. Was führt dich hierher? Wir sollten von dieser Frau Essen nehmen und es den Armen dann geben, so Robin Hood-mäßig. Und unser Held hat ihr der aufgetischt, dass sie in der sprossene Heimsuchen sind. Sehr, sehr gut gemacht. Konntest du ihr etwas von ihren Vorräten abschwatzen? Ich fürchte, andernfalls wird es morgen nur eine dünne Suppe geben. Ich weiß gar nicht, wie ich dir danken soll. Du hast eine gute Tat vollbracht. Vielleicht ein Teller Suppe? Also dann. Ja, sehr gut. Dann haben wir die Quest hier auch noch abgeschlossen. Ach, es läuft doch, es läuft doch, es läuft doch. Was ist hier bitte für eine Quest? Clavius. Clavius, ja, ja. Hallo. Was führt dich zu mir? Kann ich dir helfen? Oh, das ist reizend von ihr. Und nett von dir, es mir zu bringen. Wie geht es ihr? Sie hat Probleme, ihr Gemüse zu verkaufen. Die Leute haben Angst vor der Heimsuchung im Marktgemüse. Es wäre gut, wenn sie glaubhaft machen könnte, dass ihre Ware unbedenklich ist. Armes Mädchen, ich weiß, wie schwierig es ist, gegen einen Ruf anzukämpfen, wenn ich ihr doch nur helfen könnte. Kannst du vielleicht? Wie ich höre, bist du ein Erfinder. Oh ja, das bin ich. Dann baue ein Gerät, das Lebensmittel überprüft. Ja, mal nachdenken. Aber ich habe keine Ahnung, wie man herauskriegen soll, ob das Essen verseucht ist. Das ist doch egal. Sarias Ware ist völlig unbedenklich. Wir brauchen nur ein Gerät, das die Kunden überzeugt. Das ist aber nicht in Ordnung. Und was ist mit Saria? Willst du ihr nicht helfen? Na gut, für Saria soll es mir recht sein. Tatsächlich habe ich genau das, was du brauchst. Und wie funktioniert es? Es ist eine kleine Kiste. Wenn man mehr als 2 Pfund Ware hineinlegt, gibt die Kiste ein angenehmes Geräusch von sich. Das ist genau das, was wir brauchen. Saria muss nur darauf achten, dass sie mehr als 2 Pfund hineintut. Vielen Dank für deine Hilfe. Gern geschehen. Ich erfinde alles Mögliche. Verschiedene nützliche Geräte. Verwendest du dabei Magie? Nein, meine Arbeit bedient sich rein mechanischer Prinzipien. Daher kann auch jeder meine Erfindungen bedienen. Oh nein, sie stehen nicht zum Verkauf. Und warum baust du sie dann? Es macht mir Spaß, sie zu erfinden. Dann baue ich ein Modell und dieses Modell kann in großem Stil nachgebaut und verkauft werden. Auf Wiedersehen. Also mich hätte es nicht gewundert, hätte unser Held jetzt gefragt, wie viel von deinen Sachen wurden schon hier groß verkauft und weiterverkauft. Hätte er fragen können, da wäre die Antwort null gekommen. Naja, gut, dann gehen wir die Quest hier ab und der lieben Sadia, die wird jetzt auch hier ein bisschen glücklicher sein. Na, ist dir schon eingefallen, wie du mir helfen könntest? Was ist das? Die Lösung deiner Probleme. Achte darauf, immer mindestens 2 Pfund deiner Ware hineinzufüllen. Wenn eine angenehme Melodie ertönt, ist das Gemüse unbedenklich. Damit wirst du deine Kunden überzeugen. Ein Schelm, wer hier seinen Zweifel hat? Aber das wird mir sicher helfen. Hier, nimm diese seltenen Kräuter als Dank. Ja, okay, dann haben wir jetzt die Quest abgeschlossen und ich würde sagen, jetzt können wir mal Katalon verlassen. Wir waren jetzt hier 2 Parts am Stück und haben jetzt hier erstmal genug gemacht. Tu mal hier einfach mal auf den Feuerzauber wieder drauf. Ein bisschen auf Leben, einen auf Geschicklichkeit und noch einen auf Stärke. 101 Stärke, boah, sind wir stark. Das ist aber sehr schön und ja, wie gesagt, jetzt verlassen wir erstmal das Örtchen wieder. Das würde nur der Typ. Auf der Durchreise. Ausbilder, brauchen wir alles nicht. Und natürlich mit unserem wunderschönen Skelettpferd, was glücklicherweise immer noch steht, reiten wir jetzt erstmal hier raus. Da muss ich kurz was. Wir haben ja noch einen Punkt. Warum sagt mir das keiner? Tu mal den mal auf Magie. So, da kann ich auch mal bei Feuermagie schauen. Schade, wir haben keine so guten Attacken, die wir benutzen können. Naja.
Den Teleporter hier ist doch irgendwo ein Teleporter oder so. Okay, da einmal rum, dann so und dann so und dann so. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es doch nicht. So, ich versuche einfach irgendwie aus der Stadt rauszukommen. So, und ja, jetzt führt uns unsere Reise endlich mal weiter. Und jetzt wirklich, nachdem ich jetzt schon lang genug versprochen habe, geht es jetzt wirklich hier mal nach Kudina. Wir haben ja an sich wirklich jede Quest hier abgeschlossen. Ein paar popelige Sammelquests haben wir noch nicht gemacht. Zum Beispiel hier. Okay. Ach so, stimmt. Oh, sorry. Eine Sache müssen wir noch machen. Eine einzige kleine putzige Sache müssen wir noch machen. Wir wollten noch schauen, ja, wie es den liebenden Paar so geht. Vielen. So, ja. Yeah. Okay, sorry. Das habe ich komplett vergessen. Aber das ist wirklich keine große Tat. Wir müssen jetzt einfach hier nur zu den Brüdern gehen und nochmal schauen, ob die sich jetzt hier versöhnt haben. Das war nicht der Bruder. Das war auch nicht der Bruder. Wo ist denn der Bruder? Ich will die Brüder finden. Hallo. Ja, super, die werden mir gar nicht mehr markiert. Yamura da wünscht sich seine Frau Ayla zurück. Ja, die ist doch schon wieder... Ach. Okay, jetzt muss ich erstmal das Haus von dem Drass finden. Und dann da hingehen und dann dem sagen, dass... und dann den sagen, ja, und dann sagt er mir, ja, meine Frau ist zurück. Sei gegrüßt. Jupidubidu. Und dann haben wir die Quest tatsächlich mal abgeschlossen. So, da ist auch das Haus. Oder... Hallo, mein Freund. Mein Bruder und ich waren beide ziemlich verbohrt. Ohne dich würden wir uns wohl noch ewig streiten. Schon gut, nicht der Rede wert. Doch, ist es. Es müsste mehr Leute geben wie dich. Prima. Wir verstehen uns. Okay, schade. Ich habe gedacht, da gibt es uns noch eine Belohnung. Ja, okay, das ist gerade ein bisschen merkwürdig, weil die Quest haben wir abgeschlossen, da freue ich mich natürlich. Aber ich finde das gerade ein bisschen merkwürdig, dass hier die andere Quest, dass wir halt die versöhnen sollen, immer noch angezeigt wird, weil abgeschlossen haben wir sie ja an sich schon. Ich habe auch keine Ahnung, wer die Ayla ist, weil wir haben die noch nie gesehen. Wir haben halt immer nur mit ihrer Schwester bis jetzt gesprochen. So. Ja, egal, komm. Solange das die Liebe blüht, würde ich sagen, auch wenn es nur dank eines Liebestrankes ist, würde ich sagen. Hier bei uns. Komm jetzt weiterreisen und jetzt heißt es auf nach Kudina. Kann man eigentlich mit dem Pferd? Das war ein ganz klares Nein. Ich wollte hier mit meinem Pferd den Teleporter benutzen. So. Erstmal auf die Karte schauen und da links abbiegen. Nee, geradeaus. Immer geradeaus. Okay, auch gut. So. Sollten wir hinkriegen, immer geradeaus. Das sollte jetzt nicht so das Allerschwerste sein. Ja. Da sehen wir ein paar tote Spinnen. Da sehen wir eine schöne Umgebung und wenn ich da irgendwie so mache, dann. Bin ich nur noch bei schlechten 50 Frames. Das ist gar nicht so gut. Naja, zumindest können wir jetzt hier weiter durchreiten. So, da war eine Falle, die einmal gestellt worden ist. Ja, über was können wir mal so reden? Ja, wir können jetzt mal hier reden, dass wir jetzt schon wirklich schon Teil des Spiels geschafft haben. Ich meine, wir haben jetzt hier schon einmal, abgesehen davon, dass wir wirklich schon sehr viel Quests abgeschlossen haben, haben wir zum anderen natürlich jetzt ja auch hier im Norden, also in der Mitte der Insel, glaube ich, kann man hier gut sagen, den Großteil der Quests jetzt schon abgeschlossen. Was heißt den Großteil? Sogar fast alle. Ein paar Sucher-Quests gibt es noch, aber ja, die kann man wirklich nochmal machen, wenn ich mal Lust und Zeit habe. Das sind also zum Beispiel diese Sprossen der Heimsuchung. Warum leckt es gerade? Nicht gut. Das ist so eine Sucher-Quest, da gehst du irgendwann mal auf den Friedhof und suchst sie und das war's dann. Ich habe halt nur keine Lust, das gerade zu machen. Und ansonsten haben wir an sich alles. Und ja... das heißt also, uns steht wirklich nichts mehr im Weg. Das lädt das Spiel. Ach, warum lädt es die ganze Zeit? Das finde ich voll nervig. So, und ja, ansonsten hält uns wirklich nichts mehr auf. Wir werden natürlich noch nicht ganz anfangs in den Osten gehen. Ja, keine Sorge, ich werde schon in den Osten. Ah, doch, in den Süden, meine ich. Ich habe jetzt gedacht, also wir gehen nach Kudina. Und also bevor wir dann hier irgendwie nach Gorgama oder hier, keine Ahnung, den Gischklauenturm gehen wir nach Ashos. Denn ich glaube, das ist hier eindeutig der sicherste Ort von all den Sachen hier. Weil hier unten in Gorgama, da glaube ich sie, wird es nicht so schön werden. Naja, aber das wird eh noch eine Weile dauern, bis wir da hinkommen. Also wie gesagt, unsere Reise führt uns jetzt erstmal nach Kudina. Dort gibt es wahrscheinlich nochmal viele Quests zu erledigen. Das ist wieder unser Freund Kandor. Und dann heißt es wohl endlich in den Süden. Aber bevor wir dann wirklich hier mit den Orks Party machen, heißt es erstmal auf nach Ashos in die Hauptstadt der Serpents. Diese Schlangenwesen, die sich mit den Elfen nicht verstehen. Okay, gut. Dann hier rein nach Kudina. So, lassen wir unser Pferd mal stehen. So, moin moin. Was kannst du mir so über Kudina sagen? Halt! Was? Oh, ey, die sind alle so unfreundlich. Sei gegrüßt. Ich will nur was über die Stadt wissen. So.
Kann ich dir die Tür aufmachen? Ah, das ist aber schön. Willkommen hier bei uns. Ich will Quests. Habt ihr Quests? Nein. Aber du bist ein Händler. So. Hallo, Bitterana. Komm, Händler, steh mal auf. Nicht mal so faul rumsitzen. Jo, wie kann man... Oh, 49 kostet die, ey. Und deswegen haben wir knapp 7000 dafür gezahlt insgesamt. Ich grüße dich. Fake-Rüstung. Egal, aber immerhin werden wir mit der Rüstung zu einem Ork. Das finde ich sehr schön. Ich wollte schon immer ein Ork sein. Was gibt es denn schön, dass es ein Ork zu sein? Ein Kerkereingang? Wo ist hier der Kerkereingang? Das hier? Nee. Hä? Ja, keine Ahnung. Irgendwo hier ist der Kerker, okay. Ach so, da links irgendwo. Naja. So, eine Quest. Ach, das ist immer schön. Guten Tag, Reisender. Ich grüße dich. Sei vorsichtig und halte immer Ausschau nach Nekromanten. Wir haben erfahren, dass sich welche in dieser Stadt aufhalten. Wenn du einen siehst, dann lauf schnell hierher und sag uns Bescheid. Wir werden uns angemessen um ihn kümmern. Wenn damit eine Belohnung verbunden ist? Eine Belohnung? Ich hatte es mehr als gut gemeinte Warnung verstanden. Aber gut. Es wird eine Belohnung geben und ich lege ein gutes Wort für dich ein bei der Gemeinschaft. Wir gehören zur Gemeinschaft. Sind aber spezialisiert auf das Auffinden und Eliminieren von Nekromanten. Wir zwingen sie dazu, ihre Aktivitäten im Diesseits einzustellen und sie im nächsten Leben fortzusetzen, wenn sie sich als halsstarrig erweisen. Na, mit anderen Worten, sie töten sie, Punkt. Naja, wir haben schon genug Nekromanten getroffen. Ah, ein Teleporter. Oh, der steht mal auch schön zentral, mitten in der Stadt. So kürze ich das. So, ja, Nekromanten können wir immer gerne erledigen. Also, ich meine, wir wissen, wo viele sind. Wir waren ja schon zwei Nekromanten-Tümmel. Können wir denen das sagen? Nee, okay. Ja, wenn wir welche finden, sagen wir das dem oder töten sie einfach selbst. Können wir auch gerne machen. So, mach mir die Fackeln an. Einfach, was Spaß macht. Da ist eine Tür. Man muss wirklich immer in die Häuser reinschauen, weil in den Häusern sind meistens die ganzen Leute, die Quests haben. Das finde ich ein bisschen blöd. Das sollte dann ein bisschen besser angezeigt werden. So, Quest. Quest. Quest, die Leinchen. Quest. So, dann habe ich jetzt mal eine Idee. Ich werde es mal hier testen. Du kannst, und wenn das Spiel mir jetzt sagt, dass das jemand gesehen hat, dann sehe ich das echt nicht ein. Das hat nämlich niemand gesehen. So. Trank, 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 trank. Ach, in Kingdoms of Amalur: Reckoning, da war das alles viel leichter. Sind wir einfach hingegangen, haben es geklaut und Punkt. Hat niemanden gestört. So. Tür ist zu, dann können wir jetzt auch noch das kurz hacken. Hacken. Hacken, ja klar. So, zack, zack, zack. Die haben in den Häusern immer diese ganzen Magiesteine, die halt richtig praktisch sind. So. Sehr gut. Dann würde ich sagen, tun wir noch kurz die Kiste hier aufmachen. Oh, so schöne, viele Sachen. Irgendwann, wenn ich auf eine Stadt gar keine Lust mehr habe, dann gehe ich da einfach hin und beklau einfach alle. Beklau wirklich jeden Einzelnen. Von mir aus kämpfe ich dann auch mit dem Wachen, das ist ja kein Problem. Oh, aber schau dich an, das ist halt so praktisch, weil die haben diese ganzen Magiesteine, die wir wirklich eigentlich gut gebrauchen können. So, den kann ich aber gleich wieder wegwerfen, den will ich nämlich nicht haben. Nee. So, und dann schließe ich noch... Hoffentlich kommt jetzt keiner. So. Und jetzt haben wir noch den letzten Schrank hier geknackt. Und jetzt haben wir hier alle geklaut, wie auch immer. Oh, ja, richtig gut. Unser Helm gleich nochmal. Sehr schön. Und jetzt würde ich sagen, können wir hier das Haus verlassen. Hat hoffentlich niemanden gestört. Oh, wichtig ist, dass niemand gesehen hat, um ehrlich zu sein. Oh, eine Quest. Bist du von der Garde? Nein. Verflucht, ich warte schon seit Stunden auf sie. Aber ein Söldner, das bist du doch, oder? Vielleicht kannst du ja die Arbeit erledigen. Was für Arbeit? Ich habe in meinem Keller Einbrecher überrascht. Zum Glück konnte ich schnell wieder hochlaufen und die Tür verriegeln. Geh runter und mach sie dingfest. Ich werde dir eine Belohnung geben. Ich warte hier auf dich. Okay. Einfach da reingehen und jetzt die Banditen töten. Ja. Was hat denn der für einen großen Keller hier? Oh, schön hier. Naja, sollte es kein Problem sein. Ein paar Banditen hier töten. Was zur Hölle? So, beschweren wir erstmal einen Freund hier. Dann hier, zack.
So, legen wir los. Hä? Wo ist schon wieder? Das hat hier schon wieder mein Schwert hergenommen. Gib mir mein Inventar ist voll. Verarschst du mich? Verarschst du mich? Der schlägt mir mein Schwert aus der Hand. Also ihr sagt mir das Spiel Inventar ist voll. Klar. Ehrlich, Mann. Das gibt es doch einfach nicht. Was für ein blödes Spiel. Dann schlagen wir halt mit dem Schwert drauf. So. So. Ich kann nämlich auch zaubern hier, mein kleiner Freund. Zack. So. Und jetzt hier drauf. Lass dich doch treffen. Hier weiche ich mir immer viel zu sehr aus. Das nervt. So. Bleib hier. Ey, wie, ganz ehrlich, wie kommen so viele Banditen bitte in einen Keller rein? Ganz ehrlich. Und dazu noch so schwer bewaffnete. Verarscht mich doch hier. So, wo war dieser Mal hier schon? Da. Nein, das ist ein... Ach, super. Jetzt hat er meine kleine Höllenbestie hier getötet. Ich will mein Schwert wieder haben, mein Gutes. Für was habe ich da 6000 Gold gezahlt? Ja, Malieschrein, heilen. So. So. Und weiter. Weg da. So. Oh, meine Höllenbestie lebt immer noch. Ich glaube, die macht mir voll wenig Schaden, aber ist eigentlich ganz praktisch. Als Ablenkung. Kostet halt ein bisschen viel Energie, aber naja. So, aber was? Auf einmal mein Inventar voll. Da, komm, da ist doch noch genug Platz. Da kann das doch noch irgendwo reingequetscht werden. So. Hose. Und ich meine, davor hatte ich doch auch in meinem Inventar. Das ist das, was ich nicht verstehe. Ich hatte es doch vor 2 Sekunden in meinem Inventar. Und auf einmal ist es nicht mehr da. Macht alles keinen Sinn, aber egal. So. Looten, looten. Looten, looten, das ist was Gutes. So. Alles schlecht. Warum hat er nicht irgendwas Wertvolles gefälligst in seinem Keller? Das wäre praktisch. So. Darf ich jetzt mein Schwert wieder nehmen? Ja, auf einmal ist mein Inventar nicht mehr voll. Klar. Ist doch alles scheiße. Ist doch alles scheiße, sind wir doch mal ehrlich. So. Schönes Schild, sieht immer schön aus. Auch wenn es nicht gut ist. So. Da, mein kleiner putziger Höllenkrieger. Ey, die Rüstung sieht toll cool aus, aber ist irgendwie schlecht. Finde ich gar nicht gut. So. Will noch jemand? Ich glaube nicht, sonst hätte ich ja nicht meinen Skillpunkt erhalten. Boah, warum hat der nicht irgendwas Wertvolles in seinem Keller, was wir klauen können? Höllenkrieger, ich brauche dich nicht mehr. Du siehst merkwürdig aus. Dich mag ich nicht. So. Ach, den hat man ja fast übersehen. Und sogar nochmal die Hose. Sehr schön. So, jetzt müssen wir kurz mal hier wieder schauen. Ein Skillpunkt. Also ich mache gerade alles auf Feuerzauber. Es liegt echt daran, dass ich einfach nicht weiß, wo ich sonst gerade meine Punkte drauf tun soll, aber naja. Vielleicht werden wir doch noch zum Supermagier. So. Ich habe gehört, dass du ihnen richtig eingeschenkt hast. Diese Kerle dürften niemanden mehr behelligen. Vielen Dank. Hier ist die versprochene Belohnung. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt einen kleinen Cut, Mann, und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und dann erkundigen wir weiter hier Kudina. Bis dann, euer Dempsey Mafex. Auf Wiedersehen. Ciao.